Die Promis haben im Klinikum Berlin-Buch so viele neue Erfahrungen gesammelt und Emotionen durchlebt, dass die Zeit regelrecht verflogen ist. Heute beginnt bereits die letzte Woche ihres Pflegepraktikums. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Faisal. Happy Birthday to you. Wow, danke schön. Also ich habe nicht damit gerechnet, denn ich dachte, ganz normaler Krankenhausbetrieb, aber dass sich alle aufstellen und für mich Happy Birthday singen, das war echt sweet. Danke. 29 plus Geburtstag. Ja, das ist schön. Dankeschön. Schwitzt er jetzt schon? Ja klar, natürlich. Ja. Ich hasse es, wenn Leute Happy Birthday für mich singen. Michael, genau das passiert. Aber trotzdem lieb von euch. Dankeschön. So, dann habe ich Mundschutz für dich, der heutige. Aha. Und? Yes! I've officially been pimped. Dankeschön. Geil. Das ist schon cool. Also ich werde auf jeden Fall bei unserem nächsten Frühstück werde ich safe damit prahlen. Und vor allem, ich prahle nicht mit etwas, was ich selbst geschrieben habe, sondern das wurde mir geschenkt. Zu meinem 30. Geburtstag wurde ich Ehrenpraktikant. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Vanessa. Happy Birthday to you. Dankeschön. Alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Ja, es war eine gelungene Überraschung heute Morgen an meinem Geburtstag, so überrascht zu werden von allen. Alles Gute, dass ich den Tag mit dir verbringen darf. Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe. Danke für alles. Gerne, ich hab zu danken. Ihr seid verrückt. Auf Arbeit zu feiern und dann auch noch irgendwie so eine Praktikantennase wie mich im Schlepptau haben zu müssen, das tat mir fast schon ein bisschen leid. Und das ist ein 30. Geburtstag, das ist ein runder Geburtstag. Und ich finde, dazu gehören große Luftballons und ein großes Gesinge und viel Freude. Und ich habe versucht, meinen Teil dazu beizutragen heute Morgen. Wie geht's denn, Frau Henning Pfeffer? Die ist gestern vom OP-Plan gefallen, die kommt erst heute ran. Heute können wir sie dann tatsächlich in OP bringen. Oh nein. Sie ist vom OP-Plan gefallen. Ich würde auf einer Station wie die Unfallchirurgie oder auf der Orthopädie das Wort gefallen grundsätzlich nur in einem Zusammenhang nutzen, wenn der Patient beschreibt, was ihm passiert ist. Aber vielleicht gerade deswegen benutzen wir das Wort, weil es zu uns passt. So, ich lege Ihnen schon mal die OP-Sachen hier hin. Sehr schön. Wir geben Ihnen Bescheid und die FFP2-Maske. Sie haben das ja alles schon mal durch. Ne? Ja. Also nicht die OP leider, in grün, ja. Aber dasselbe in grün. Schreibt mir doch mal Autogramm hier auf. Wenn auf die Maske? Mache, genau. Haben Sie irgendwas zum Schreiben? Frau Henning Pfeffer hatte sich bei einem Treppensturz das linke Handgelenk gebrochen. Zum Richten der Knochen wurde ein Fixateur angebracht, der heute operativ entfernt werden muss. Noch ein bisschen. So. Der Patient muss wohl angegeben haben, dass er keinen Stuhlgang mehr so richtig hat. Mhm. Das ist jetzt Zucker. Bitte? Zuckerlösung. Zuckerlösung. Das kippen wir jetzt hier ordentlich rein. Schönen Schluck. Zuckerlösung. Was bewirkt es? Regt den Darm an. Mhm. Sag ich jetzt einfach mal so. Ja, okay. So, das ist die Klemme, die ist zu genau. Und damit, ich ziehe mir mal jetzt schon Handschuhe an. Das ist jetzt der berühmte Einlauf, das oder was? Das ist der berühmte Schwenkeinlauf. Schwenkeinlauf. Ja. Schwenk, weil das dann immer so hin und her geht. Genau. Sportliche Betätigung ist auch gleich mit dabei. Gut. Genau. Ist für den Patienten unangenehm, gar keine Frage. Aber da muss er dann halt durch. Oder wir alle müssen da durch. Und einmal noch so ein bisschen Gleitgel. Weil das wird ja im Anus eingeführt und da sollte schon schön flutschen. Mhm. Ja? Und betäubt auch noch so ein bisschen. Ja? Genau.
Es hört sich so komisch an im ersten Moment, wenn man das hört, aber es ist einfach lebensnotwendig. Ja? Also kann man da nicht irgendwie daneben stehen und sagen, oh nee, das mache ich jetzt nicht oder so, sondern das sind schon Dinge, die man dann einfach irgendwie tätigt. Jetzt sind sie dran. Wenn ich dran endlich mache ich den Einlauf. Mensch, darauf haben sie gewartet, wa? Genau. Jenny hat während ihres Praktikums bereits eine natürliche Geburt miterlebt und darf heute bei einem Kaiserschnitt dabei sein. Frau Flex erwartet ihr zweites Kind. Das erste hat sie mit einem ungeplanten Kaiserschnitt zur Welt gebracht, weil der Kopf des Babys nicht durch ihr Becken passte. Hallo. Oh, das ist aber ein schönes Bäuchlein. Ich bin die Jenny. Ja. Und ich bin auch per Kaiserschnitt entbunden worden. Also nicht ich, sondern mein Sohn, logischerweise. Ja. Ne, CTG ist wunderschön, macht ihr Mäuschen klasse. Echt, ja? Macht ja. Er heute mit? Stimmt. Macht das super. Ist auch ein geplanter Kaiserschnitt sozusagen ja, alles, ne? Weil der erste ein Kaiserschnitt war, habe ich gesagt, ich möchte das Risiko nicht eingehen, dass irgendwas ist, deswegen... Dann würde ich jetzt einmal den CDG abmachen und dann in den OP fahren. Machen wir. Jetzt kommt die Aufregung. Ja, ein bisschen. Das ne? Kann mir gerne Ihre Hände geben. Ja, das ist die genau. Sie merken, wir kommen von allen Seiten. Ja, ich werde jetzt betrübt. Wir sagen Ihnen alles, was wir machen. Mhm. Ja. Ich kann sagen, dass ich ein bisschen drücke. Alles gut. Alles gut. Ich bin auch fair. Und ich drücke dann da. Nicht bekannt. Nicht bekannt. Können ja auch. Sie also bekommen wollen, aber jetzt, das ist ja nicht relevant. Ich darf. Ich darf. Die PDA hinten, Rückmarkspritze. Das ist auch wirklich ein kritischer Moment. Also erstmal weißt du, okay, in einer halben Stunde, 40 Minuten, kommt mein Kind. Und dann musst du sehr still sitzen bei der PDA. Du musst wirklich aufpassen, dass du auch nicht nur irgendwie zuckst. Oh. Entschuldigung, ich hab's gut. Alles gut, alles gut. Die Hand fällt leer. Nein, nein. Sie kriegen jetzt von mir schon mal einen Teil drauf mit. Ja, merken Sie, ne? Okay, wir können jetzt gleich wieder hinlegen. Und zwei Tenor. Ja. Die PDA ist eine Lokalanästhesie, mit der sich der gesamte Bauchbereich und Unterleib betäuben lässt. Im Vergleich zur Vollnarkose hat sie den Vorteil, dass die Gebärende bei vollem Bewusstsein bleibt. Jorge ist gerade auf der Kinderonkologie im Einsatz und begleitet Pfleger Micha zur kleinen Jonna. Die zweieinhalbjährige leidet seit Februar 21 an Leukämie. So. Was willst du? Ein Haps Erdbeerbrot. Denn hier? Ja, ein. Ja. Bitte schön. Bitte schön. Jetzt machen wir das Mikrofon. Du machst jetzt blauen Stöpsel, machst du ab. Du nimmst das ganze, das Ding hier einfach so ab. So, und dann hältst du es dir und ziehst diesen Spike halt raus. Alles wird gut. So, und dann müssen wir jetzt einstellen, weil das, Micha? Okay, warte mal. Das ist meine Tüte. Hast du keine Spritztüte? Ich nehme eine von deinen kurz. Hast du schon in die Hand? Nee. Schade. Ich gebe dir mal noch eine und ich hol für die Lisa nachher neue. Dankeschön. Ja. Ich hol dir neue Tüten, Lisachen, okay? So, und deswegen stelle ich das Medikament jetzt über so eine halbe Stunde ein. Wir putzen gleich Zähne, Mausi. Also ich gebe das jetzt über eine halbe Stunde, das ist okay. Ja. Ne? Gut, dann kannst du ja mit ihr mal ganz kurz noch ein bisschen quatschen. Ich will mal kurz bei Lisa was ja. gucken. Ja, gut. Ganz lang ist er. Darf ich so gucken? Wie lang ist deine Kette? Fast 2 Meter jetzt schon. 2 Meter? Mhm. Wow. Ist ganz groß.
Ganz lang. Guck. So viele Farben in deiner Kette, ne? So viele Farben. So viele Farben. Welche ist deine Lieblingsfarbe? Die da. Ich hab Nachbarn. Ja. Das ist die Chemo zu Hause. Jede der vielen Perlen steht für eine Behandlung, Untersuchung oder einen Eingriff. Und für jeden weiteren Therapieschritt kommt eine neue Perle hinzu. An der Mutperlenkette kann Jonna sehen, was sie im Kampf gegen ihre Krankheit schon alles bewältigt hat. Mama ist ein Spezialist. Auch Medizin, Jonna, auch Medizin. Und hier hast du wieder laufen gelernt. Wow. Im Gegensatz zu den anderen Promis startet Lilly in die zweite Praktikumswoche. Ich bin ganz stolz darauf, dass ich die erste Woche überlebt habe. Und ja, das ist etwas Besonderes jetzt. Good morning. Wie geht's Ihnen? Brauchst du Hilfe? Geht. Geht? Okay. Die Schicksal von Frau Rasch ist natürlich nicht schön. Ihre halbe Fuß ist weg. Und es tut mir unglaublich viel leid. Und ich hoffe, dass die Zeit, dass ich hier bin, dass wir ein bisschen einfacher machen können für Sie. Und dass wir ein bisschen reden könnten. Weil ich würde auch gerne wissen, was passiert ist mit Ihrem Bein. So. Brauchst du noch was? Nichts mehr? Hast du gegessen? Oder jetzt ist das Frühstück da. Danke. Okay. Danke. Ja, sie braucht kein Insulin. Okay, dann komme ich. Ich komme gleich wieder. Ich bringe muss mal den Jungs den Zuckerwagen. Ah, okay. Darf ich dir was fragen? Was ist mit deinem Bein passiert? Zucker, der Zucker. Nein, der, ja, du bist natürlich Diabetes. Der große Onkel, der auf einmal in eine Woche schwarz geworden. Wirklich? Und dann haben die gleich alle weggemacht. Ja. So, seit lange ist das her? Nicht so lange? 5 Wochen. 5 Wochen? 6 Wochen, du. Und wie gehst du damit um? Muss. Was soll ich denn machen, wenn der Zucker angreift? Ja. Dann muss ich gegengreifen. Ja, ja, ja. Also muss ich abmachen und damit leben. Und... Ja, einfach weitermachen, oder? Das ist auch das Leben. Einfach weitermachen. Einfach weitermachen und damit leben. Mhm. Du bist ganz stark. Du schaffst das. Klar. Ja. Oh. Sie hat ihr Leben gelebt, wie sie das immer gelebt hat. Weißt du, jetzt muss sie das wieder weitermachen, aber mit einem Handicap. Okay. Ja, das dauert noch ein bisschen, ne? Ja, vielleicht darf ich in 2 Wochen nach Hause. Ja. Weil ich gebockt habe. 2 Wochen noch, okay. Vielleicht. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Sag mal, was die Doktor sagt. Ich werde 60. 60? Ist noch jung. Du bist noch eine junge Frau, du schaffst es genau. Jede Person hat eine andere Schicksal. Und wie du damit umgehst, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, ja, nur einfach weitermachen. Bei Wayne steht jetzt die Versorgung von Herrn Zinn an, der sich bei einem Treppensturz das Sprunggelenk gebrochen hatte. Jetzt kommt der Verband mal ab. Das ist eine Wundversorgung. Und sie hat mir auch gesagt, die Drainage wird heute gezogen. Meines Erachtens nach wird Wayne immer mehr akzeptiert als Mitarbeiter, als volle Kraft. Wer hat sie denn operiert? Mich? Ja? Das weiß ich gar nicht. Ach so. Ich hoffe, ein Arzt. Davon nehmen wir jetzt mal schwer auf. Wir haben überall Praktikanten eingeschleust. Das werden wir aber gleich sehen, ob das Patrick war oder Faisal. Ja. Vielleicht auch Jenny. Jenny, genau. Jenny, zur Abwechslung. Jenny hätte den Bruch gesund geküsst. So. Ja, das war nicht Faisal, sagen wir es mal so. Das ist gut gemacht. Das ist jetzt eine Drainage ziehen. Ne? Ich glaube, technisch ist das gar nicht so anspruchsvoll. Man muss es sich natürlich trauen, aber das ist kein Spielplatz hier. Ne? Wir haben hier eine Verantwortung. Also bei jeder Spritze ins Knie, bei einer Drainage, da ist immer ein Infektionsrisiko. So, soll ich zählen oder einfach machen? Oh Gott. Oh Gott, Sie denken also, an was Schönes. Also tut weh. Sie werden es merken, es sind keine Schmerzen. Mhm. Denken Sie an was Schönes. 1, 2, 3. Das war's.
Sie haben es überlebt. Mhm. Geht's? Ja, alles gut. Zieht, ne? Ja, zieht schön. Also ich weiß nicht, ob ich mir als Patient von einem Praktikanten oder Auszubildenden gerne irgendwie diese Drainage ziehen lassen würde. Und deswegen finde ich das ein großes Vertrauen. Dann bis später. Bis später. Es ist soweit. Jetzt kann Jenny hautnah miterleben, wie der Kaiserschnitt ausgeführt wird. Der werdenden Mama bleibt dieser blutige Anblick selbstverständlich erspart. Das ist dann einfach so surreal, was da vor allen Dingen eben dieses Ziehen, dieses Auseinanderdrücken und wirklich reißen, so heißt das auch. Die reißen das, weil es sehr viel schneller und besser verheilt. Jede Mutter, die einen Kaiserschnitt hat, sieht ein Tuch. Aus eben den Gründen, das ist heftig. Sein Eins ist da. Laufen? Ja. Ah, nee. Muss sie gern laufen? Ja. Okay. Mach die Tür auf. Es war das Krasseste. Ernsthaft das Krasseste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Unfassbar. Ach, sieht so dünn aus. Ja. Nein. Der erste war dicker. Alle Kinder unterschiedlich. Der hat Haare. Voll. Alles dran. Gleich geweint. Alles gut. Es muss ja alles gut sein wie beim Arzt. Guten Morgen. So, darf ich kurz den Blutdruck messen? Haben wir gar nichts drin da. Dass jetzt Herr Mittelstädt da jetzt eben so entblößt da saß, das hat mir jetzt also überhaupt nichts ausgemacht. 108 zu 72, Puls 77. Temperatur 36,2 nehme ich. Alles klar? Dann machen Sie sich fertig, wir kommen dann das Bett beziehen, ja? Ja. Gut. Denn Herr Mittelstädt wartet gerade geduldig auf seine Magen-Bypass-OP.